Alles könnte perfekt sein. Ein Hof im malerischen Kandertal mit Kühen, Ponys, Hund und Hühnern. Doch zum Glücklichsein fehlt unserem Bauern noch die Partnerin an seiner Seite. Hey, ich bin der Andreas, suche auf diesem Weg eine süße, herzige Frau fürs Leben. Andreas hat den Hof von seinen Eltern übernommen und hält Milchkühe. Ja, gewisse Freiheit gibt mir das, mit den Tieren zu werken. Und gibt auch die Möglichkeit, den Töchtern auf dem Bauernhof aufzuwachsen. Ja, mein Wunsch ist, damit zu machen, für eine harmonische Familie zu haben. Ich habe zwei Töchter, die im schulpflichtigen Alter sind. Ja, ich bin ein kompletter Familienmensch, durch und durch. Ja, vom Charakter her bin ich auch zu gutmütig. Ja, für mich ist wichtig bei einer Frau, dass sie offen und ehrlich ist. Ja, das ist meine Lieblingskuh, Albina. Ja, sie ist normalerweise sehr ruhig im Charakter, sehr schmusig. Also eine Partnerin vermisse ich am meisten morgen beim Aufstehen oder am Mittag oder auch zwischendurch oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind und man ganz allein ist. Ja, wenn es mir schlecht geht, dann merken das die Tiere. Und nachher tun sie entweder probieren abzuschlecken oder haben den Kopf auf meine Schultern, für ein wenig Zuneigung zu zeigen. Obwohl, die sind sehr feinfühlig. Ja, es wäre schön, einen Partner zu haben, der, wenn es ihm nicht gut geht, für immer da ist. Bis jetzt ist es ging aber Tiere und Töchter gemacht. Seine Partnerin darf gerne auf dem Hof mitarbeiten. Aber unserem Berner Milchbauer ist es wichtig, dass die Frau in seiner Familie auch Freiraum für eigene Interessen hat. Zukünftige Partner, die sollte einen eigenen Job haben. Ja, dass sie vom Bauernhof auf Ort kommen, dass man nicht fest aufeinander oben hockt. Für Andreas lebt eine gute Beziehung von Offenheit, Ehrlichkeit, Kommunikation und Gleichberechtigung. Hausarbeit ist bei ihm auch Männersache. Seine zukünftige Partnerin würde der 41-Jährige gerne mit einem romantischen Dinner überraschen. Also ich koche schon lange. Schon ausserhalb der Schule habe ich Kochkurs besucht. Ja, das ist sehr interessant. Aber noch habe ich zu wenig Zeit, für etwas Spezielles zu kochen. Aber für die Töchter, die am Mittag vor der Schule kommen, koche ich gerne. Ja, mit den verschiedenen Gangmenüs bin ich nicht so geeignet. Ich mache einfach gerne einfach etwas Komplettes machen. Mit Salat oder Gemüse und vollen Programmen. So. Im Haushalt helfe ich gerne. Für eine Partnerin mache ich eigentlich fast alles oder manchmal zu viel. Seine arbeitsfreien Stunden verbringt Andreas gerne in der Natur beim Wandern oder Skifahren. Sein größter Traum ist allerdings noch unerfüllt. Dazu fehlt ihm noch die richtige Partnerin. Ja, mein Traum, den ich jetzt möchte, verwirklichen mit der zukünftige Frau wäre über einen grossen Teich von Amerika, Alaska, so der Strich. Dort schauen, wie es ist. Der sympathische Berner möchte nicht länger mit seinen zwei Töchtern alleine sein. Bist du auch ein Familienmensch? Magst du Kinder oder hast schon eigene? Dann melde dich jetzt, denn Andreas sucht dich. To tell my troubles to me.